Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Katja Riemann und ich darf Ihnen den Film heute Abend ankündigen. Ich durfte ihn sogar selber aussuchen. Es ist ein Film meiner Lieblingsregisseurin, abgesehen von Katja von Garnier und Margarete von Trotta natürlich, einer dänischen Regisseurin namens Susanne Bier. Ich bin sowieso ein großer Verehrer von der ganzen dänischen Filmkunst. Also wenn ich könnte, mein Dänisch ist nicht so richtig flüssig, muss ich sagen, würde ich am liebsten da mitmachen. Ich finde, die machen so großartige Filme, immer am Rand dessen, was möglich ist, fast griechisch, also zumindest was Susanne Bier angeht. Susanne Bier hat gesagt, es interessiert sie, wie Menschen reagieren, wenn man sie eigentlich in eine Situation begeben lässt, wo der Druck des Leids so hoch ist, dass sie dann wissen möchte, wie agieren Menschen in diesem Zustand. Das Schöne daran ist, dass es immer einen hoffnungsfrohen Ausgang hat. Also man kann diese Filme anschauen und glaubt danach tatsächlich doch noch an das Gute im Menschen. Oder wie Leonard Cohen sagte, there's a crack in everything. That's how the light gets in. Der Film, habe ich das schon gesagt, In a Better World, in einer besseren Welt, ist 2010 gedreht worden mit Trina Dürrholm. Entschuldigen Sie, ich sitze auf dem Dach und es gibt sehr viele Mücken. Darum schließe ich das jetzt auch ab und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Oder ich weiß nicht, kann man Vergnügen sagen? Das ist ja schon auch ein ziemlich krasses Thema zwischen den Welten, zwischen Dänemark und Ostkongo. Sie werden es sehen, ich muss den Film jetzt nicht vorher erklären, hoffe ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!